Die Horrorgeschichten zum Einschlafen sind zurück. Jeden Tag eine neue Story. Zuerst gibt es die auf Spotify, Apple, Amazon Music und Co. Folgt dort auf jeden Fall unserer Playlist. Erster Link in der Beschreibung. Alle Stories sind fiktiv. Bitte niemals etwas nachmachen. Und jetzt viel Spaß. Ich musste mich richtig motivieren, um mich dazu zu bringen, um 22 Uhr noch schnell zum Fitnessstudio zu fahren, um am Abend noch eine kurze, schnelle Trainingseinheit einzulegen. Meinen inneren Schweinehund, um die späte Zeit noch zu überwinden, war gar nicht so einfach. Aber ich hatte da einen guten Trick. Ich sagte mir, dass ich einfach nur meine Schuhe anziehen würde. Einfach nur die Schuhe. Tja, und wenn ich diese schon mal anhatte, konnte ich ja dann auch einfach nur meinen Autoschlüssel nehmen und vor die Tür gehen. Dann einfach nur mal so ins Auto steigen. Tja, und schon war ich so weit, dass ich einfach losfahren konnte. Eine sehr effektive Methode, wie ich fand. Und als ich dann so losfuhr, feierte ich mich dafür, dass ich es wieder einmal geschafft hatte. Sehr gut. Meinen Trainingsplan zog ich weiterhin durch. Abends ging ich am liebsten zum Training. Aber nicht wegen der Zeit, sondern weil dann das Fitnessstudio immer fast leer war. Ich hasste nämlich nichts mehr als volle Fitnessstudios. Das ging mir immer total auf die Nerven. Also wartete ich immer bis mindestens 21:45, bis ich dann losfuhr. Um 23 Uhr machte mein Studio nämlich zu. Es war also keines dieser 24/7 Fitnesscenter, sondern es gehörte einer kleinen örtlichen Fitnesskette. Ich kam vom Dorf, ging noch zur Schule, war gerade 18 Jahre alt und mit dem Auto meiner Eltern war ich schon innerhalb von 10 Minuten von meiner Haustür beim Training. Schon als ich die Eingangstür zum Fitnessstudio betrat und die Treppen hochging, fielen mir ein paar kleine Glassplitter auf, die auf dem Weg nach oben verteilt herumlagen. Ich dachte mir aber nichts Großartiges dabei und ging nun oben angekommen durch die Tür zum Check-in. Bei uns hatten wir keinen automatischen Check-in-Bereich, sondern die Mitarbeiter machten das für uns. Natürlich erwartete ich wieder eine oder zwei von den sehr sympathischen Mitarbeiterinnen, die hier arbeiteten und die ich auch schon alle sehr gut kannte. Ich hoffte, dass mein Crush Christine heute wieder da war. Ich hatte mich ziemlich in sie verguckt in den letzten Monaten. Ihre blonden Haare und ihr rosa Haarreifen, den sie immer anhatte. Sie hatte eine mega süße Stimme und ihr verlegenes Lächeln brachte mein Herz wirklich zum Schmelzen. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie mich gut fand, aber traute mich nie, sie nach einem Date zu fragen. Immerhin war sie deutlich älter als ich, locker schon über 20 und eben eine Mitarbeiterin und ich hier ja der Kunde. Ich wusste nicht, ob das in Ordnung war, sie zu fragen. Außerdem war ich sowieso dafür viel zu schüchtern. Allerdings erwartete mich diesmal aber weder Christine noch eine oder zwei von den anderen Mitarbeiterinnen. Ich war völlig verblüfft, als da plötzlich ein grimmiger, muskelbepackter, großer und sehr unfreundlich dreinschauender Typ hinter der Theke stand. Mit einem bösen Blick schaute er mich an. Hallo, sagte ich schüchtern. Wir haben geschlossen, Junge, erwiderte der Mann. Hast du das Schild unten nicht gelesen? Verdutzt blieb ich stehen. Nein, entgegnete ich. Da war kein Schild. Der Mann schaute mich an, als hätte ich ihm gerade gesagt, dass ich unten einen Bären gesehen hätte oder sowas in der Art. Kein Schild, ja? Fragte der Mann und begutachtete mich dabei. Nein, kein Schild, sagte ich langsam. Der Mann krummelte. Gut, dann geh trainieren, sagte der Mann dann. Er machte eine Armbewegung, die mich einlud, zu ihm zu kommen. Ich gab ihm eine Mitgliedskarte und er zog sie durch die kleine Check-in-Maschine. Jedoch passierte nichts. Der Mann versuchte es noch einmal, aber die Maschine gab wieder keinen Laut von sich. Sie müssen die Maschine erst aktivieren, sagte ich. Ich hatte ja schon tausendmal gesehen, wie das funktionierte. Sie müssen auf den Knopf da rechts drücken. Oh, ja, natürlich, gab der Mann zurück, drückte den Knopf und checkte mich nun erfolgreich ein. Jetzt war der Mann mir irgendwie sympathischer. Er war weniger grimmig, doch trotzdem irritierte mich die ganze Situation natürlich sehr. Sind Sie neu hier? Fragte ich. Der Mann räusperte sich. Oh ja, genau, ich bin neu hier, ja, antwortete er. Ich habe hier heute eine Maschine repariert und die Mitarbeiterin, die heute dran war, ist ausgefallen. Also hat man mich gefragt, ob ich für etwas Geld mal einspringen kann. Das habe ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Der Mann wirkte auf mich jetzt noch viel, viel sympathischer. Seine grimmige Miene war nun komplett verschwunden und er erzählte das Ganze ziemlich locker. Seine etwas unbeholfene Art gerade ließ mich etwas schmunzeln. Ja, okay, dann haben Sie ja gleich Feierabend, sagte ich. Sieht ganz so aus, lachte der Mann. Der war plötzlich wie ausgewechselt. Viel Spaß beim Training, rief er. Danke. Ich machte mich sofort auf zum Bankdrücken. In dem Umkleideraum musste ich nicht, denn ich kam immer komplett umgezogen zum Training. Selbst die Schuhe hatte ich schon an.
Eigentlich durfte man das nicht, also glaube ich, die Schuhe von draußen mitnehmen, aber das fiel irgendwie nie jemandem auf. Ich machte also einen Rundgang durchs Studio und fing an zu trainieren. Ich war der Einzige im ganzen Studio, aber das war nichts Ungewöhnliches zu der Zeit, das kam häufiger mal vor. Ich ging also mein Training an wie gewohnt, ich haute richtig rein, ich hatte ja auch nur noch etwa 45 Minuten Zeit. Als ich anfing, sah ich, wie der muskelbepackte Mann von eben in die Männerumkleide hastete. Die Fläche des Fitnessstudios war sehr überschaubar. Man konnte fast das ganze Studio von jedem Bereich aus sehen. Nur wenige Sekunden später kam der Mann aus der Umkleide wieder heraus, in der Hand ein Schild, auf dem stand: "Es tut uns sehr leid, wir haben schon geschlossen. Ab morgen haben wir wieder bis 23 Uhr offen." Ich musste kichern. Jetzt verstand ich. Der Typ hatte einfach mal keinen Bock mehr gehabt, Leute einzuchecken und dachte sich, er hängt das Schild an die Tür, damit er früher alles aufräumen und somit auch früher abhauen kann. Nur hatte der Schlauberger vergessen, das Schild an die Tür zu hängen. Lachend machte ich also meine Übung weiter. Irgendwie feierte ich diesen Kerl sogar total. Naja, mein Glück auf jeden Fall, dass er mich doch noch reingelassen hatte. Die nächsten 10 Minuten verstrichen. Ich trainierte weiter und der Kerl, der die Aufsicht hatte, stand hinter der Theke. Ich ertappte ihn jedoch dabei, wie er immer mal wieder zu mir sah. Jetzt gab er mir irgendwie doch auf einmal wieder ein komisches Gefühl. Ich konnte es zwar aus der Ferne nicht hundertprozentig sagen, aber er schien schon fast nervös, immer wieder in meine Richtung zu gucken. Ich verlagerte also deshalb mein Training zu den Beingeräten, die direkt vor dem Eingang der Frauenumkleide waren. Von dort aus konnte man nämlich die Theke nicht sehen. Das war zwar nicht in meinem Trainingsplan so vorgesehen, doch ich wollte wirklich meine Ruhe. Diese ganzen Blicke machten mich wirklich nervös. Ich ging ja nicht umsonst so spät immer ins Fitnessstudio. Beim Training wollte ich wirklich meine Ruhe haben. Ich ging also zur Beinpresse. Dann würde ich eben Arme und Beine einfach tauschen und morgen die Arme machen. Während ich die Übung auf der Beinpresse durchführte, musste ich auf einmal innehalten. Ich sah auf den Boden des Beinbeugergerätes, das direkt mir gegenüber stand. Das konnte doch nicht. Ich ließ das Gewicht nach unten krachen und hechtete zu dem gegenüberliegenden Gerät. Da war etwas. Und nicht irgendetwas. Da war ein rosa Haarreif. Ich hob ihn auf und nahm ihn in die Hand. Ich war natürlich kein Experte für Haarreifen. Natürlich hätte das auch jeder x-beliebige andere Haarreif sein können, aber für mich sah der genauso aus wie der von Christine. Und ein komischer Zufall war es auf jeden Fall, dass jetzt gerade ein rosa Haarreif genau vor der Frauenumkleide lag. Und dann noch dieser merkwürdige Typ dahinter der Theke. Ja, wie gesagt, ich wusste, das hieß eigentlich erstmal gar nichts, aber mich überkam immer mehr ein merkwürdiges Gefühl. Und dann, fast genau zeitgleich, vibrierte mein Handy. Ich nahm es heraus. Eine Nachricht von meiner Mom. Jan, bist du auf dem Weg zum Fitnessstudio? Komm sofort wieder zurück. Gerade ist die Meldung gekommen, dass ein bewaffneter Mann das Juweliergeschäft neben dem Fitnessstudio überfallen hat. Er ist jetzt auf der Flucht. Die Polizei sucht nach ihm. Völlig erschrocken ließ ich das Handy auf den Boden fallen. Dann hörte ich Schritte. Der muskelbepackte Mann kam gerade um die Ecke. Geistesgegenwärtig hob ich blitzschnell mein Handy auf und sprintete in die Frauenumkleide. Obwohl ich unter Schock stand, konnte ich ganz klar denken. Der Mann da war ganz sicher der bewaffnete Räuber. Er hatte mir gesagt, er hatte ein Gerät repariert und wäre eingesprungen. So ein Schwachsinn. Sowas machte man doch nicht. Dass man einen Reparaturtypen fragte, der einen Auftrag hatte, irgendwelche internen Aufgaben zu übernehmen, nein. Und dann noch das Schild, der Überfall und der Haarreif. Was bedeutete das? Hatte der Mann etwa Christine oder wen auch immer hier überfallen? Hatte er sie vielleicht sogar getötet? Daran wollte ich gar nicht erst denken. Ich war jetzt in der Frauenumkleide angekommen. Ich suchte nach Christine oder nach irgendwem anderen. Und tatsächlich wurde ich ganz schnell fündig. Ganz hinten. Christine, ein anderes Mädchen und ein Typ. Die beiden kannte ich vom Sehen her auch. Sie waren ebenfalls Mitglieder im Fitnessclub. Sie lagen alle regungslos auf dem Boden. Sie lagen direkt nebeneinander auf dem Rücken. Ihre Hände waren mit Kabelbinder an die Bankbeine festgemacht. Ich bekam Panik. Was sollte ich jetzt tun? Ich überprüfte den Puls von Christine und den anderen beiden. Gott sei Dank, sie alle waren noch am Leben. Aber auf jeden Fall vollkommen bewusstlos. Der Typ hatte die drei überfallen und das war wohl wahrscheinlich gerade einmal 10 Minuten vor meiner Ankunft passiert.
Also zumindest nicht lange vorher, wenn hier nur zwei Leute trainieren gewesen waren. Ich hörte jetzt Schritte, die Umkleidekabine der Frauen betreten. Verdammt, was sollte ich jetzt tun? Ich hatte nur eine Möglichkeit. Die Fenster. Ich musste durch die Fenster aufs Dach klettern. Das Fitnessstudio teilte sich das Gebäude. Mit einem Geschäft und das Studio war die oberste Etage, direkt im Dachgeschoss. Sehr weit oben, aber wahrscheinlich konnte ich aufs Dach klettern. Aber der Mann würde mir doch folgen. Er konnte auch einfach hochklettern und er war bewaffnet. Verdammt nochmal. Aber das war meine einzige Möglichkeit. Verstecken konnte ich mich auch nicht, außer die Toilette. Ja, das war natürlich auch alles andere als optimal, aber für mich war es die einzige Option, die ich hatte. Die, die am meisten Sinn ergab. Ich eilte also zur Toilette, so lautlos wie ich konnte. Und genauso lautlos öffnete ich die Kabinentür und hockte mich auf die Toilette, damit man meine Beine nicht sehen konnte. Obwohl es auf den ersten Blick total geisteskrank klang, entschied ich mich allerdings nicht abzuschließen. Denn dann würde der Mann ja sehen, dass ich hier drin war. Ich musste beten, dass er, wenn er die Toiletten checken würde, dass er einfach davon ausgehen würde, dass ich nicht hier drin war, wenn er sah, dass sie nicht abgeschlossen war. Meine Chancen waren dennoch sehr gering, vor allem wenn man davon ausging, dass er jetzt nach mir suchte. Aber eine bessere Möglichkeit fiel mir nicht ein. Ich betete, dass ich heil hier rauskommen würde, denn selbst wenn er mich finden würde, er hatte die anderen bisher zumindest nicht getötet. Vielleicht würde er auch mich nur außer Gefecht setzen und uns alle am Leben lassen. Ich hörte die Schritte des Mannes immer näher kommen. Er ging nun durch die gesamte Frauenumkleide. Mein Herz pochte immer schneller und schneller. Ich hatte das Gefühl, es würde gleich meinen Brustkorb durchschlagen. »Hey, Junge, bist du hier drin?« Ich erstarrte förmlich. Der Mann rief nach mir. »Hey, Junge, das hier ist eine Frauenumkleide, hier darfst du nicht rein.« »Und du darfst kein Juweliergeschäft mit einer Waffe ausrauben und dein Fitnessstudio überfallen, du Geisteskranker«, dachte ich mir. Aber was half das schon? Der Mann hatte die Waffe und damit die Macht. Wer die Waffe hat, hat in so einer Situation wohl recht. Völlig egal, wie viel Unrecht er in Wirklichkeit hatte. Die Stimme des Mannes kam immer näher. »Hey, Junge!« schrie er und jetzt kam die aggressive Seite des Mannes wieder zum Vorschein. Nur 100.000 Mal stärker als eben gerade. »Ich weiß, dass du hier drin bist, also komm her!« Es war nur eine Frage der Zeit und dann passierte es. Der Mann kam ins Klo hinein. Ich betete. »Hey, Junge!« Der Mann stand jetzt direkt vor mir. Allein die Klokabinentür trennte uns. Ich konnte ihn quasi schon vor mir sehen. »Bist du hier auf den Toiletten?« Scheiße, verdammt, er würde nachsehen. Ich hörte, wie er die Kabinentür neben mir aufstieß und nachsah, ob ich dort war. Jetzt war ich geliefert. Der Mann kam zu meiner Kabinentür. Ich weiß nicht, wie das Ganze ausgegangen wäre, wenn ich in dieser entscheidenden Sekunde nicht diese Eingebung bekommen hätte. Diesen genialen Geistesblitz. Diese total plumpe und dumme, aber gleichzeitig auch irgendwie geniale Idee. Bilder schossen durch meinen Kopf. Ich war 6 Jahre alt. Ich erinnerte mich. Ich war mal in einer ähnlichen Situation gewesen. Es war im Urlaub mit meinen Eltern und ich war auf dem Klo. Da gab es einen Mann, von dem ich dachte, dass er böse war. Natürlich war er es nicht und ich war auch nie in Gefahr, aber wie Sechsjährige nun mal so sind, fantasierte ich sehr viel. In diesem Moment war ich der festen Überzeugung, dass der Mann gefährlich war und ich in Lebensgefahr schwebte. Und um das zu überleben, dachte ich mir damals einen Trick aus. Ich würde mich auf das Klo hocken, damit er meine Beine nicht sah. Und in dem Moment, in dem er die Tür öffnete, würde ich schnell auf die Seite gehen, sodass ich dann an der Seite hinter der geöffneten Tür stehen würde. Die Tür würde direkt vor mir sein und mich schützen und der Mann würde denken, dass hier niemand drin sei. Er würde bestimmt nicht auf die Idee kommen, dass ich schnell auf die Seite gehuscht war. Und auch wenn das die Strategie eines Sechsjährigen war, war es in diesem Moment die einzige Möglichkeit, die ich ergreifen konnte. Und ich ergriff sie. Der Mann öffnete die Tür. Und wirklich exakt im perfekten Moment huschte ich lautlos auf die Seite. Die Tür donnerte gegen meinen Kopf, aber ich gab keinen Laut von mir. Der Mann stand jetzt in der Kabine. Ich konnte förmlich seinen Atem spüren. Er starrte kurz auf die Toilette und realisierte dann, dass keiner da war. Obwohl ich aber natürlich schon da war. Ich war direkt neben ihm, aber die Tür versteckte mich. Der Mann stieß einen Wutschrei aus. »Wo bist du, Junge?« brüllte er. Und dann schlug er die Tür wieder zu und stürmte aus der Toilette.
Ich konnte mein Glück nicht fassen. Es hatte funktioniert. Aber ich konnte jetzt nicht in Jubelgeschrei ausbrechen. Noch war ich hier im Fitnessstudio gefangen. Ich holte also mein Handy heraus und rief die Polizei. Gott sei Dank war diese ja schon alarmiert und in der Nähe schon unterwegs. Es dauerte keine 5 Minuten, bis sie hier eintrafen. Der Mann war zwar wirklich bewaffnet gewesen, jedoch hatte er sich sofort ergeben. Er hatte nie vorgehabt, jemanden zu töten. Doch einen Todesschrecken hatte er mir, Christine und den anderen beiden Fitnessstudio-Mitgliedern aber eingejagt. Wir alle wurden befreit. Christine und die anderen kamen auch relativ schnell wieder zu Bewusstsein. Danach verlief alles wie im Rausch. Krankenwagen kamen, um sich um uns zu kümmern. Dann Polizeibefragung, Journalisten sogar, die uns interviewten. Es war der Wahnsinn. Ich hoffe, ihr haltet mich nicht für einen komischen Kerl, wenn ich sage, dass ich das Ganze echt genoss. Der Schock war schnell weggeblasen und von einem Moment auf den nächsten war ich der Held der Stadt. Der, der einen bewaffneten Juwelierdieb mit der Toilettenkabinentür-Verstecktechnik gefangen und 3 Entführte befreit hatte. Und das Beste kommt erst noch. Christine und ich kamen uns an diesem Abend näher. Sie dankte mir bestimmt 100 Mal und gab mir ihre Nummer. Wir verabredeten uns für das Wochenende. Und das alles nur, weil ich es geschafft hatte, an diesem Abend meinen inneren Schweinehund zu überwinden. Ich weiß zwar nicht, wer das ist, der diese Technik erfunden hat, mit dem zuerst Schuhe anziehen und so weiter, aber ich werde ihm ewig dafür dankbar sein. Wenn ihr also das nächste Mal auch das Training schwänzen wollt, kann ich euch nur sagen, geht lieber hin. Das war's leider schon mit der Geschichte. Aber weiterer stundenlanger Content and Stories gibt es auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und Co. Geht auf den Link in der Beschreibung und folgt unserer Playlist da. Was gibt es bitte Cooleres, als mit Gruselgeschichten einzuschlafen? Danke für euren Support, Freunde, ihr unterstützt uns wirklich extrem. Bis morgen zur nächsten Geschichte.